So. Wie immer am Anfang vom Video. So. Wir gehen heute mal in den Mercat Oliver. Ja, genau. Schauen hier mal, was hier so los ist. Aber schon wieder ein ganz bisschen Bewegung, ne? Wie vor einem Monat. Guck mal. Mehr Bewegung als vor einem Monat, ja. Definitiv. Hier ist schon viel mehr Einheimische natürlich auch, ne? Ja. Also hat schon ein bisschen mehr Movimento. Aber genommen, immer, ne? Auch noch einiges zu hier. Ja. Fibonacci hat noch zu. Ja, genau. Aber trotzdem leer dafür, dass heute draußen Bewölkung ist. Ja. Und normalerweise, wenn bewölkt ist, ist hier drin eigentlich wirklich die Hölle los. Ja, genau. Ja. Dafür ist heute immer noch relativ wenig los. Aber wie gesagt, mehr Bewegung als vor anderthalb, zwei Monaten, definitiv. Genau. Immer schönes, frisches Obst hier. Ja, das sieht immer toll aus. Ne? Schön gemacht immer. Ja. Sandra ist ganz fasziniert von den Früchten her. Ja, du, ich würde hier, also wenn ich hier leben würde, wäre es gefährlich für mich. Du lebst hier? Nein, wenn ich hier in Palma leben würde. Jetzt hier, genau. Genau hier. Wenn sie genau hier unten drin im Parkplatz schlafen würde, dann wäre es gefährlich für sie. Da ist ja unser Fluss, ne? Ja. So, da ist wieder einer zu hier, aber der hat nur gerade zu, der hat gerade Pause. Und die ganzen, haben alle zu noch, ne? Die mit Tapas und so weiter. Das die Tapas haben noch zu, aber wir können mal hinten reinlaufen in die Fischtheke, die hat noch offen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob heute Fisch da ist. An welchem Tag kommt ein Fisch? Heute ist jetzt Donnerstag, gell? Montag oder Dienstag. Weiß gar nicht, wann Fischtag ist. Nee, weiß ich. Hier ist auf jeden Fall eine Take-Away-Bar offen. Man darf aber noch nicht sitzen, aber richtig. Das ist auch sehr genau. Schön. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, den habe ich das letzte Mal gesehen. Schöne Kaffee. Sieht ein bisschen aus wie Arabei. Die machen das auch ganz toll mit Kaffee. Ich habe nur auch noch nicht gefragt, ob das jetzt hier, ob der hier geröstet wird oder wo der herkommt, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön gemacht. Ja. Hm. Schinken, Käsetheke. Wer einen Laden übernehmen möchte, hier ist einer zu vermieten. Hier kann einer eine Kabine kaufen, also wer möchte. Kabinenfrei am Plaza Mercat. Das gab es eigentlich auch noch nie früher, ne? Dass am Plaza Mercat kabinenfrei waren zu mieten oder kaufen. Aber trotzdem, also ein bisschen mehr Mobilität für die Einheimischen merken sie jetzt schon. Ja, klar. Ja, du müsst ja auch was kaufen. Mehr Bewegung, aber immer noch wenig Bewegung. Ja. Hier gibt es ein lecker Tagesessen, wenn man zu faul ist zum Kochen, so wie wir meistens. Ja, stimmt nicht, wir kochen meistens selber. Wir aber haben ja leckeres Mamis Tagesessen. Hier. So, hier gehen wir jetzt mal in die Fischtheke rein. Da ist eigentlich ein geiler Sushi-Laden drin. Ja. Hier beim Fisch. Ja. Der hat aber leider auch zu, weil er ja innen drin gar nichts machen darf. Ja. Der ist normalerweise hier da rum, der hat aber gerade, wie gesagt, zu. Fisch ist aber relativ gut besucht, sehen wir hier gerade. Aber hier, wie gesagt, ist normalerweise die Theken, wo es halt Sushi gibt und so weiter, die haben noch zu. Ich saß einmal hier beim Sushi bei ihm und habe mal ein Sushi gegessen, wo ich heimlich hier oben was gekauft habe. Da sind die, die ich ja auch so gerne esse. Cangrejo, ja. Ich habe ihn mal gefragt, sie gibt es doch von mir. Ja. So, wir gehen mal von der anderen Seite noch mal runter. Gut, hier gibt es tiefgefroren. Ja. Aber hier ist schon wieder frischer Fisch. Ist auch nicht schlecht hier, einfach mal das Geld auf den Fisch zu schmeißen. Das ist natürlich wieder ganz toll. Haben wir oft, dass wenn wir das so, ne? Leider Elfenherrschaften. Ja. Gar kein
Also das wird mich nicht mal, das wird mich ja sogar im Normalfall stören, nicht nur während Corona. Also ich schmeiß doch keinen Geldschein auf einen Fisch drauf. Also egal, ob es Corona oder nicht Corona. So, hier sitzt ein bisschen enger, liebe Leute. Super. Oh, alles schön auf frischer Fisch hier. Ich glaube, dass hier die Fischecke ist die vollste Ecke im Mercat. Ja. Da ist wirklich. Ja, da ist die meiste Bewegung. Also die Spanier lieben Fisch. Ja. Es gibt da wirklich Unterschiede. Total, total. Ah, guck mal, hier hat ein Sushi offen. Gut. Oh, sieht auch lecker aus. Sehr schön. Hola, buenas. Video 10 Euro. Video 10 Euro meint er. Das ist umgekehrt. Er muss jetzt Geld zahlen, dass er nachher auf Facebook und YouTube kommt. Das heißt, es gibt jetzt gratis Sushi hier für uns. Er hat da was verwechselt. So, raus aus der Fischhalle. Ja. Und ich glaube, für den ersten Eindruck hier reicht es. Ach komm, wir gehen mal hier noch kurz durch. Und dann. Wir müssen noch ein bisschen was kaufen, genau. Fleisch zum Grillen. Ist auch sehr schön gemacht hier alles. Da gibt es ein bisschen Dulce. Was gibt's hier? Ach guck mal, da ist jetzt der Arabei, den wir vormeinten. Der hat auch einen tollen Laden, den Palma Arabei Kaffee. Ja, in der das ist eine schöne Kaffeerösterei. Ne? Genau, im ehemaligen Müller. Also da, wo früher der Müller war, da ist jetzt Arabei drin. So, ihr Lieben, bleibt uns gewogen. Je nachdem, wo ihr das Video seht, auf YouTube, liked einfach unseren Kanal. Wenn es euch gefallen hat, der übliche Daumen nach oben. Und wenn ihr das Video auf Facebook seht oder auf Instagram, auch liken. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und weitere Videos werden folgen. So, da kam gerade eine Dame. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal.